Guten Morgen, Swasiland. Wunderschön beginnt der Tag. Sonne. 34 Patinnen und Paten von Voices of Africa machen sich auf den Weg ins Dorf Esitshen. Das dauert fast eine Stunde. Die aber hat es in sich. Zebras, Nguni-Rinder, Gnus, Impalas kommen vorbei. Es wird heiß heute. Sabona Kosi, another chair, Anita. Namu somadla. Namu somadla. Ashela somadla. Ashela somadla. Kosi namu somadla. Uya kuloma usadi. Uya kuloma usadi. Inotuses bayene. Inotuses bayene. Begrüßung durch die Dorfchefin. Durch die Nkosi Kati. Sie ist eng mit dem König verwandt. Wir lernen Frauen- und Männerlieder und werden in Tänze der Swazis eingeführt. Die Nkosi Kati hat Power für 5, dabei ist sie schon über 70 Jahre alt. Ihr Mann ist früh gestorben und sie führt das Dorf seit langem. Unsere Gruppe macht sich gut, sogar beim Maismahl. Mittagessen mit Kürbis und Spinat, Maisbrei, Bohnen, typische Swazi-Delikatessen. Schmeckt? Ja. Schmeckt. Vor dem Nähzentrum packt Ede seine Gitarre aus. Egalile. Diesen Song, den unser Chor in Bongi so liebt, kennt hier jeder. Jutta und Andreas eröffnen ihre Augenteststation. Die Nkosi Kati möchte natürlich auch eine Brille haben. Schick soll sie sein. Die Patinnen und Paten sind zu Gast an der Lubamba High School. Dort lernen etliche Patenkinder. Nkolisi, Bärbels Patensohn, begrüßt uns. Er ist der beste Schüler, den die Schule je hatte, sagt uns der Rektor. Jetzt studiert er schon. Sotwa ist sehr stolz, dass in diesem Jahr 3 Jungen das Abitur mit Auszeichnung bestanden haben. Allerdings, es fehlen die Mädchen. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Hofft Sotwa. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube, ich habe es gut gemacht. Ich habe einmal A, 5-mal B und 2-mal C im Zeugnis. Ich hätte es noch besser machen können. Ich habe 4-mal B und 2-mal C. Die Jungen werden sich an verschiedenen Universitäten bewerben. Hello everybody, we are very happy to be here. We are 34 people from Germany today. All godfathers, godmothers, supporters. Im Namen von Voices for Africa danke ich den fleißigen Schülerinnen und Schülern, die ihr Leben in die Hand nehmen, die sich nicht entmutigen lassen, obwohl sie keine Eltern mehr haben. Und sie wissen, sie können noch eine Ausbildung machen, wenn sie die Schule abgeschlossen haben. Dann können sie irgendwann für sich selbst sorgen.
200 Paten in Deutschland helfen mit, das alles zu finanzieren. Mittlerweile studieren bereits 7 Absolventen an Universitäten und Colleges. Ganz besonderer Dank gilt Sotva, unserer Managerin, die so viel für die Weißen tut, Tag und Nacht unterwegs ist. Hello to find a place at school for lots of you was so difficult. She was running up and down to lots of schools and that is such a lot of work and she's really day and night working for you guys. She wants you to have success in life and not be a baby factory. You can get babies, but please also work for yourself and for your future. Dann werden viele Dutzend Briefe verteilt von Patinnen und Paten aus Deutschland mit Geld, Fotos und lieben Worten. Und jetzt endlich treffen die mitgereisten Patinnen und Paten ihre Kinder. Die meisten sehen sich zum ersten Mal. Cordula und Leander begrüßen Jabulani. Und Hans erklärt bereits sein Geschenk. Ulla lernt Lungile kennen, die sie schon seit 5 Jahren unterstützt. Sie ist groß geworden und hat sich sehr verändert, meint Ulla. Und Johann mit seiner Tochter Ann-Kathrin treffen ihren Sensor. Solar to go. Als Geschenk gibt es Solarlampen für alle, damit sie abends auch etwas lernen können. Denn im Winter ist es schon ab 5 Uhr dunkel. Im Sommer ab 8. Elektrizität haben die wenigsten zu Hause. This is the solar panel, which collects the energy. Diese sogenannte Little Sun tankt in 4 Stunden Sonne auf und gibt danach 5 Stunden helles Licht. Einkaufen im Shopping Center. Da werden Träume wahr. Sehr beliebt sind Unterwäsche, Wintermäntel und Schuhe. Die Körbe quellen über. Aber einmal im Leben muss das einfach sein. Ja, Swaziland hat richtig schicke Malls für die Reichen des Landes. Was für ein Kontrast zum Leben im Dorf. Und dann geht's noch zu Kentucky Fried Chicken. Pommes und Chicken satt. They ate all of this. Antis. Antis. So ein Tag ist unvergesslich für beide Seiten. Im Taxi fahren wir zurück. 18 Leute müssen mindestens rein in so einen Toyota-Bus. Am schönsten ist es im Dorf. Den kleinen Kindern bringen wir die Briefe ans Haus. Bei Gogo Dlamini starten wir. Sie hat 12 Kinder von ihren 5 verstorbenen Söhnen bei sich aufgenommen. Our best wishes, Marty, Los und Robby, and fine greetings to all your family. Von Robby aus Deutschland, viele liebe Grüße. Siabonga, danke schön, sagt die Gogo und gibt jedem die Hand. Das ist unsere Lieblingsfamilie. Wir haben die erste Solaranlage gekriegt, die allererste. Von Hütte zu Hütte laufen wir bei 40 Grad.
Ah, das ist Christian. Wer war unser? Christian. Zum Christian ist ihr Gottpaar. Gut, denn den guten Lapo, aber ganz immer sehr gut. Oh, der Pelan gut. Gut, denn guten Lapo. Tschüss. 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 Irgendwann kommen wir bei den Zelten an. Weihnachten wurde das Haus der Sangoma bei einem Unwetter völlig zerstört. Seitdem lebt sie mit ihren 9 Kindern in Zelten. Aber Nachbarn helfen beim Wiederaufbau. Also das ist die Sangoma hier vom Ort, die traditionelle Heilerin. Und ihr Haus ist zerstört worden. Sie kann heilen und sie kann sich auch mit den Vorfahren in Verbindung setzen. Und dann weiß man, wenn die sagen ihr dann, was falsch gelaufen ist. Euer Team im Büro und noch die Landhausschule in Heidelberg. Beide zusammen, was ihr zu Weihnachten gesammelt habt, das ist in diesen Neubau geflossen. Denn die Familie hat 9 Kinder und die wohnt jetzt in Zelten. Ne? Ich mache ein Foto und was berichten. Unbedingt, unbedingt. Am nächsten Morgen, another nice day in sunny Swaziland. Was sagt ihr eigentlich zu dem Frühstück jeden Morgen? Ja, es ist wie perfekt. Nora und Berit haben das Frühstück gemacht in der Küche unserer schönen Backpacker-Lodge. Frühstück wird auf der Terrasse. Da sind reifer, süßer, lecker. Und die Aussicht haben wir halt. Und ich freue mich abends schon aufs Frühstück, weil es so lecker ist. Ihre, schau mal, das ist mit Aprikosenjoghurt verziert. Ganz schöner Aprikosenjoghurt und dieser tolle Obstsalat. Andreas, was macht ihr heute? Heute gehen wir nochmal nachmessen, die Gruppe, die auffällig gewesen war bei der ersten Untersuchung in Esiceni, und Patenkinder besuchen. Und was macht ihr gerade? Gerade versorgen wir hier die Hausmitarbeiterin mit Brillen. This is the point one. One point. Nora, was machst du hier? Ich notiere die Namen und was sie für Brillen brauchen. Es wird auch alles im Computer übertragen, damit man es alphabetisch sortieren kann und sie schnell finden kann. Und wir haben hier auch noch die Namen notiert von allen, die wiederkommen müssen. Oi, das sind aber viele. Wie viele sind sie? Insgesamt waren es von Esiceni 43. Die schlecht sehen. 26 müssen jetzt noch getestet werden. Fast 300 Brillen haben wir aus Deutschland mitgebracht. Ganz viele wurden auf dem Mbonge-Konzert mit Schülern der Internationalen Gesamtschule Heidelberg gesammelt. Aber auch Optiker und andere Menschen haben gespendet. Heidi testet die Kinder. Das geht auch nonverbal. Total praktisch, diese Methode. Wenn die Sehstärke bestimmt ist, wird danach die passende Brille gesucht. Deline assistiert einem verzweifelten Mädchen. Sie hat wirklich große Probleme und braucht dringend eine Brille. Bisher hat das noch niemand bemerkt. Mr. Gama, der Elternbeiratsvorsitzende, hat Glück. Für ihn gibt es die richtige Brille. 10 years younger. I'm 10 years younger now. Mach nochmal jetzt. Für dieses Kind allerdings konnte kein passendes Modell gefunden werden. Celine erklärt, dass wir in Deutschland die richtigen, passenden Brillen herstellen lassen und dann nach Esiceni schicken werden. Yeah, we can do it. 4 Tage habe ich sie gesucht und endlich habe ich sie gefunden. Esiceni haben wir sie gesucht. So wunderbar beginnt für Steffi ihr letzter Tag in Esiceni. Sie findet endlich ihr Kind. This is for Machawe and the other name. Immer wieder werden Briefe verteilt. Jabulo. Okay, and from whom? This is Veronica and this is from Irene. No.
Irene Schmidt. Dann startet das große Fest, der Abschluss der Nähklassen. Was die jungen Frauen so in einem Jahr gelernt haben, ist in der Werkstatt zu bewundern. Nähen, stricken, sticken, Seife machen, alles wird hier unterrichtet. Goldfarbene Bettüberwürfe und Kissen zeugen von der Kunstfertigkeit dieser jungen Talente. Um 11 Uhr geht die Feier los, mit Tanz, Gesang und mit vielen Reden. That is from our Skills Center, which is proudly sponsored by Voices for Africa. We are also thankful to our government for the milestone that they are taking in supporting. Die Schuldirektorin Ketzive dankt Voices for Africa und die jungen Schneiderinnen marschieren los. Zuerst zeigen sie Mode. Für Hausangestellte, dann für Verkäuferinnen und Sekretärinnen. Schon Tage vorher haben sie für den Catwalk geübt. Auf hohen Absätzen laufen, zur Musik, gar nicht so einfach. Die Wiese ist ja kein Parkett. Die sicher 500 kleinen und großen Gäste sind begeistert. Hello, Sally Bonani, all together. How are you? It's still hot, eh? It's very hot under the tent. And I make it short for that. I first have to thank Mr. Gama for his wonderful, nice words. We are really touched. And I want to greet the members of the government which are here attending the ceremony. And it means a lot to us because we know that they are caring about this wonderful sewing center. I only want to tell you, all these white people sitting there are coming from Germany. They are all supporters of Voices for Africa. And they are godfathers and godmothers to some of you. And they were really impressed, I think, to see you here, how you can celebrate something. You are a very good party maker. Thank you so much for this wonderful event. And now we are here, and we have our first catwalk in Esiceni in our life. And such a catwalk, I couldn't believe that. It's really a wonderful catwalk. Dann werden die Diplome verteilt. Die Frauen tragen mittlerweile ihre selbstgeschneiderten Meisterwerke, die Festtagsrobe. Vom Ministerium sind gleich drei hochkarätige Vertreter dabei. Und später wird auch noch die Mutter des Königs vorbeischauen. Zum Schluss ehrt Voices for Africa die Großmütter, die so selbstlos die Waisen, ihre Enkel, aufgenommen haben. 100 Wolldecken werden an sie verteilt. Siabonga Kakulo, Dankeschön.